Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Diesmal der Mod My Biomes Mod. In dieser Modification könnt ihr eure eigenen Biome erstellen. Wir machen jetzt zum Beispiel mal eine neue Welt und nennen die einfach mal Biome. Ja, so. Ganz einfach Biome. So, und dann seht ihr hier meine Biom-Option. Und das heißt, hier könnt ihr aber auch Superflat und so. Also nur Default könnt ihr machen. Und hier könnt ihr die ganzen Biome, zum Beispiel wollen wir keinen Wald haben, keinen Schneewald oder eben zum Beispiel keine Wüste, dann tauchen die eben nicht mehr auf, die Biome. Oder ihr könnt auch ein Biom hinzufügen, zum Beispiel nennen wir das Pilzbaum. Dann, so einfach mal. Dann können wir Lager 1 zum Beispiel nur aus Kürbislaternen oder zum Beispiel nur aus Redstone. So könnt ihr, oder einfach Benutzer definiert oder hier einfach mal aus Spawnern bloß. Dann machen wir mal Spawnern und dann maximale Höhe 5 von der ersten Schicht, Wasserfarbe 5 und minimale Höhe minus 4, sehen, nein und dann, ja. Und dann hier eben, so, guck mal, Blumen, hohes Gras, Niederschlag, ja, Schneebiom, nein und Mob, Lehreneinstellung, okay, welche Schnorps alle spawnen sollen in diesem Biom. Und dann Lage 2 bis 3 einfach, Musik, also hier können wir Musik reinmachen dann noch. Bioski, sag mal ja, Tweres, was auch immer. Baumtyp, Schneewald, Dschungel, Sumpf, Sumpf und Rangeinstellung, Eile, also was in dieser Höhe alles vorkommen soll. Okay, Tränke gehen noch nicht. Und ja, dann speichern wir das jetzt einfach mal. Pilzbaum, aktivieren das, machen nur das Biom mal rein. Und dann gucken wir mal, wenn wir das jetzt generieren. Also so könnt ihr eure ganzen Welten einfach selbst einstellen, also was ihr haben wollt, ist ein bisschen Cheating. Zum Beispiel macht ihr eine ganze Redstone-Welt oder eine ganze Welt aus, sagen wir zum Beispiel Diamanten oder so. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, hier guckt, da ist dann auch schon unser selbst generiertes Biom aus Monster-Spawnern. Hier. Da ist es. Also, ich finde, das Biom. Also das Biom, ja, wird es eine Menge Schweine geben zum Ende des Bioms. Ich finde es cool. Diese Mod, die Mod hat was. Zum Beispiel, wir können alle Biome erstellen, die ihr haben wollt. Jetzt haben wir eben hier das Schweinespawner-Biom. Und somit zum Beispiel für Server könnt ihr dann einfach... Also ich finde es geil, die Modification. Und zum Beispiel, wir haben kein Dings drin, aber wenn ihr das jetzt abbaut, dann kriegt ihr übel viel Erfahrung. Also von daher können wir jetzt in noch eine andere Welt erstellen. Nehmen wir noch einfach eine neue Welt. Und zum Beispiel einen neuen Biomtyp. Machen wir wieder alle raus, alle Biome hier. Und zum Beispiel, was wollen wir denn? Zum Beispiel hier, welchen Block nehmen wir? Hier zum Beispiel Redstone-Lampen oder einfach nur mal aus Notenblöcken oder aus Lehm ein ganzes Biom. Hier Kommandoblöcke. Quarz. Nutzer definiert. Was denn mal Benutzer definiert? Sieh die Block... Oh, krass. Block-ID. Nein. Oh, hier. Ein Diamanterzbiom. Sagen wir das. Maximale Höhe 15. Maximale Tiefe minus 10. Sehen? Nein. Und zum Beispiel dann... Lassen wir den Rest so. Oder hier können wir auch eine neue Lage zum Beispiel... sagen wir einen Redstone-Block-Erz. Ja, speichern das. Ah, geht gar nicht, oder? So. Name... Nimm mal Name. Und ja, das, also das ist einfach nur krass, weil machen wir noch so, dann machen wir noch Creative Mode und dann kann ich euch mal zeigen, also die Mod, die ist perfekt eigentlich. Ihr könnt eure ganz eigenen Biome erstellen und das ist einfach nur witzig. Zum Beispiel hier, guckt es euch an, ein Diamanterzbiom mit Redstone drunter. Also, das ist geil. So, hier Diamanterzberge über Redstone hier. Also, was will man mehr hier? Einfach nur geil. Einfach nur geil. Also, ich finde die Mod episch hier, die riesigen Berge und... Boah, krasse Scheiße einfach nur. Und dann könnt ihr auch noch einstellen, ob was für Monster das spawnen soll. Und so könnt ihr einfach eure ganzen Biome, zum Beispiel für Singleplayer oder so, einfach umändern, was das spawnen soll und alles mögliche. Und ich hoffe, euch hat diese Mod-Vorstellung zu dem My Biomes Mod gefallen.
bis zum nächsten Mal mit eurem The Only Gamer HD.